Wir gucken mal an, warum Cengiz und Jan nicht mehr meine Freunde sind von Abdel. Es war ja jetzt wieder die Thematik, Unge versus Dings und Dings und Dings und Bums und keine Ahnung. Und da hat jetzt Abdel ein Video jetzt rausgehauen, warum die keine Freunde mehr sind. Ich bin gespannt, wirklich, was da jetzt los ist, ob die sich nochmal ausgesprochen haben. Also, jetzt bin ich wieder hier, aber es ist nur ganz kurz, weil ich muss das nochmal klarstellen. Und zwar, du hast einfach wirklich alle Tatsachen Bebuba, vielen Dank. verdreht. Also wirklich komplett. Viele Menschen haben mein Video verstanden. Du nicht natürlich. Ein Video besteht nicht daraus, wer Schuld hat Sorry. in dem Streit oder sonst was, weil Streit hatten wir. Und da bin ich mit Schuld. Da sind tausend Doch Sachen, die ich gemacht habe, die Gemüsekonrad. nicht gut sind, weil ich da einfach dumm reagiert habe. Das ist einfach so. Da brauche ich auch nichts kleinreden, sondern du weißt ganz genau, wer das ist. Du schützt ihn, hast in deiner React wieder gerade drumherum geredet. Die ganze Zeit redest du drumherum, kommst aber nicht auf den Punkt, weil mein Video Noah, handelt bitte. gar nicht daran, wer hat zuerst das oder das oder das, sondern wer hat zuerst dir, Unge, das mit dem Streit gesagt. Leute, ihr könnt euch selber euer Bild machen. Ich werde auf jeden Fall die ganze Madeira-Gruppe auf jeden Fall mit reinpacken, wo du ja. Ach so, das ist das, was der schon mal gezeigt hat, oder? Bleib entspannt. Warte ganz kurz. Madeira. Hoffentlich hat er irgendwelche Nummern geleakt. Sind ja welche Nummern? Nee. Nee, er hat alle eingespeichert. Ganz schwierig. Das ist Abdel H. mitbekommt. Bla bla bla. Ja. Sehen könnt, Daniel, wie moin. geschrieben worden ist, weil er hat ja meinen Text gezeigt, aber noch. Natürlich nicht, was da drüber stand. Whitespear-Krone, Bruder, fühle ich auch. Er schreibt, Abdel, für mich war das Thema gegessen. Unge schneidet das Thema kurz an, weil der Chat danach fragt. Auch Abdel macht instant ein Video. Er macht ja nicht nur ein Video, der macht ja jetzt mehrere Videos. Einfach weil Unge jetzt, glaube ich, auch auf ihn reagiert und er dadurch wieder mehr Reichweite bekommt. Finde ich, ist ein Move äußerst lost. Äußerst lost. Den ersten Kontakt über dieses Thema hatten wir in der Gruppe. Du erzählst rum, dass wir persönlich geredet haben. An dem Tag haben wir uns gar nicht gesehen. Wir haben uns nicht gesehen. Als ich in die Gruppe kam, war das abends. Da, wo wir geredet haben, war es ein Tag, 2 Tage später. Nämlich, wo das Tattoo gemacht worden ist. Da war schon alles am Eskalieren. Also bitte verdreh die Tatsachen nicht. Ich verstehe nicht, wem du schützen willst. Mein Willst du Video handelt schützen, Mann? davon, wer kam zuerst zu dir? Wieso kann man die nicht einfach beantworten, die Frage? Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Aber ich habe daraus gelernt. Ich weiß ganz genau, wie ich mich zu verhalten habe und wie nicht. Aber ich bin keine Petze. Das war ich noch nie und das werde ich mir auch niemals unterstellen lassen. Damit ihr auch versteht, wieso ich keinen Wieder Kontakt mehr reißt, zu moin. dieser WG und Cengiz und Jan Lukas, habe, sei. werde ich es euch jetzt auch mal erzählen. Nach den Oh, ganzen jetzt kommt's. Oh, jetzt wird's ganz eklig. Madeira-Streit waren wir im Flugzeug, da haben die schon nicht mit mir geredet, aber ich dachte, hey, ist okay, es war jetzt stressige Tage, jeder will für sich sein, mich halten einfach an. Ab. Sorry. Und ab und an haben die auch mit mir mal gelacht und geredet, auf dem Weg nach Hause war alles cool, aber genau jetzt kommt der Punkt. Als ich zu Hause ankam, ich die Schlüssel reingepackt habe, haben die sofort gesagt, hey, lass uns mal reden. Sind dann alle zum Sofa gegangen. Ich wusste noch von gar nichts, was los ist. Und dann war ich so, als ob ich vor Gericht stand. Die haben sofort gesagt, hey Abdel, du schadest unserem Business. Du musst hier weg. Hast du noch deine alte Wohnung? Weil ich natürlich nur gut genug war, solange ich denen was bringe. Freunde, die sich Brüder genannt haben, die mir dann sowas reingehaut haben. Immerhin bin ich gerade erst angekommen, war ziemlich weird, voll durcheinander. Da kam niemand zu mir und hat irgendwie irgendwas über eine Freundschaft erzählt, die zerbrochen ist oder die jetzt gerade so einen Knicks hat, dass man sagt, okay, man macht dann eine Pause. Nein, das Erste, was kam von denen, war, du schadest meinem Business. Genau das war der Grund auch. Also wenn es wirklich so war, dann äußerst traurig. Also wenn Leute nur wegen dem Business irgendwie am Start sind, dann muss ich sagen, sehr, sehr traurig. Und genau das war auch das, was ich damals in meinem Video gesagt habe. Ich habe damals auch das Video angeschnitten und habe auch Abdel irgendwo verteidigt. Ich habe ihn nicht direkt verteidigt, aber ich habe gesagt, das sind keine Freunde, die direkt wegen einer Thematik, wegen einer relativ harmlosen Thematik, ne, eigentlich ist das gar nicht so ein riesiges Thema gewesen, eigentlich, wäre das nicht, das ist, wäre es nicht auf Madeira gewesen und so,
Aber es sind doch keine Freunde, die wegen sowas mit dir Kontakt abbrechen. So. Und das habe ich auch damals direkt in dem Video gesagt. Abdel hat sogar drunter kommentiert, glaube ich. Ja, also das dachte ich mir auch so, okay. Und danach hatte ich mich auch nochmal kritisch zu Abdel geäußert, weil nichtsdestotrotz, ich fand die Aktion von ihm trotzdem nicht gut, ne, weil er hat sich ja auch dem Livestream widersprochen mit Stay und Monte und sowas. Aber ich finde, wenn es wirklich so weit ist, dass Klicks und Business über Freundschaft geht, dann ganz ehrlich, finde ich, hatten Jan oder auch ein Cengiz, wenn es wirklich so ist, menschlich, haben die keine Aufmerksamkeit eigentlich verdient. Ey, ich finde, das geht. Ich finde wirklich, es geht gar nicht so. Das eine hat mit dem anderen im Prinzip nichts zu tun. Und wenn man wirklich eine Freundschaft aufgibt, nur damit sein Business besser läuft, der hat noch nie was von Freundschaft gehört, glaube ich. Also ich glaube wirklich, der hat noch nie Warum was ich von da einfach nicht Freundschaft gehört. Also weiß nicht, wie ihr das so seht, aber geht gar nicht so. mehr hingehen sollte. Für die war ich einfach eine Zahl. Ein paar Wochen später kamen die auch zu mir und haben sich wieder entschuldigt und haben gesagt, wir waren nicht ganz loyal, im Nachhinein betrachtet. Und haben mir sogar empfohlen, hey, dann lass uns doch wieder zusammen drehen. Lass uns doch Videos wieder machen. Leute, ich scheiß auf diese verfickten scheiß Zahlen. Es ging mir da um Loyalität, um Freundschaft. Ich drehe nicht mit denen. Ich werde auch niemals mit denen drehen. Andere will sagen, oh mein Gott, das ist dein Schuss. Nein, dann kriege ich immer nur 6000 Views, Alter. Statt mit Menschen, die auf mich scheißen wegen einer Sache, hatet mich ruhig. Mir geht's gut. Ich habe einfach endlich das gesagt, was mir in der Seele brennt. Wenn ihr sagt, sucht den Job, Digga, ich habe einen Job. Und wenn YouTube nicht funktioniert, dann gehe ich arbeiten. Ganz easy und ganz normal. Alles cool. Aber wenn ihr hatet, denkt daran, ihr hatet die Wahrheit. Und ich bin endlich wenigstens frei von diesen Gefühlen, dass ich immer denke, warum fühle ich mich schlecht? Sondern ich habe einfach rausgelassen und kann jetzt endlich wieder meine Videos machen, wo ich lache und Spaß habe, wo dieser alte Abdel wieder da ist. Deswegen hatet mich. Ja, ist halt schade, ne? Man weiß jetzt nicht, ob das auch wirklich so war. Kann jetzt auch wieder ausgedacht sein von Abdel oder er hat es irgendwie wieder falsch rübergebracht, das weiß man halt nicht. Das Ding ist, wenn es wirklich wahr ist, dann ist das eine absolut menschliche Enttäuschung. Dann ist das wirklich eine absolute Enttäuschung. Aber wie gesagt, bei dem Abdel, da weißt du auch nie, sagt er jetzt die Wahrheit oder nicht, oder will er jetzt einfach nochmal das Thema ausnutzen, damit Unge weit auf ihn reagiert, damit er mehr Aufrufe bekommt, das weißt du halt nicht. Das ist halt schwierig. Ja, jetzt verstehe ich das Video von André Fake, Freunde. Mir aus, ist mir egal, weil ich kann es eh nicht jedem recht machen. Hauptsache, ich habe es eigentlich rausgelassen, was ihr machen Aber das Problem ist halt jetzt wirklich, wir wissen einfach nicht, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? wollt, macht es. Kann ich Viel wirklich Spaß mit Abdel meinem. trauen? Ja, ich Wait, auch wait, halt nicht, das wait, ist wait, wait, blöd. yo, was geht ab? Ach, das war's jetzt? Die machen jetzt ein ganz normales Video. Ey, ist das jetzt so scheiß ernst oder wie? Ich dachte, jetzt kommt hier was Heftiges. Und die machen jetzt irgend so ein Fühlvideo. Hey, die wollen mich echt verarschen, ne? Ich sagte, die wollen mich echt verarschen. Warum Cengiz und Jan nicht mehr Freunde sind? Das sagt er einfach 5 Minuten. Ach, nee, Mann. Warum? Warum macht man sowas?